Guten Tag, meine lieben Freunde der Gaming-Szene und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randall's Monday. Wir spielen jetzt eine Runde Snake. Naja, hier ist Clayton's Cave. Gehen wir erstmal da in die Seitenstraße. Müllcontainer, scheiße, wie das hier stinkt. Ich wühl nicht im Müll rum. Jedenfalls nicht mehr. Was meine? Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Nee, ist Plutonium. Und dann? Flüssig. In die Jackentasche stecken? Ja. Eine Bananenschale. Boah. Fass ich nicht an. Kein Fruktarium oder was? Mülleimer voller Müll. Was kommt wohl als nächstes? Nee, die fass ich lieber nicht an. Eine Koala-Convention. Echt jetzt? Ich soll das Poster nehmen? Ein Koala-Poster? Vergiss es. Na gut. Gut. Oh, seht mal, Elaine hat keine Zahnlücken mehr. Sieht immer noch komisch aus. Nehmen wir das mit. Hallo, Pater Roy. Hey, was geht, Padre? Man kann's kaum glauben, dass Sie noch am Leben sind. Wie sind Sie entkommen, nachdem Sie den Russen bei diesem Billardturnier in die Falle gegangen sind? Na los, Pater, Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben? Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Hey, wissen Sie noch das Spiel gegen Lincolns Geist? Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuzas an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben? Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Ha? Pooltische sind auch nicht mehr, was sie mal waren, ha? Die Tuchqualität ist einfach miserabel. Oh, und das Holz. Davon will ich erst gar nicht reden. Was soll das sein? Billiges Ahorn? Jämmerlich. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Genau. Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Blau? Sie sind blau, oder? Wenn Sie blau sind, zwinkern Sie. Moment, nein. Das macht keinen Sinn. Okay, Sie wollen nicht über Ihre Augen reden. Schon verstanden. Aber ich weiß, dass Sie blau sind. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage oder ignorieren Sie mich einfach? Moment, ich weiß, was hier vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. 8-Balls Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur 3 Stößen geschlagen und einen Mob statt eines Kös benutzt. Das war so cool. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie den Sieg mit einem daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea gefeiert haben und soweit ich mich erinnere, hat es ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Verstehe. Hätten Sie gern noch einen? Sie wissen schon, einen daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea. Das ist ein Ja, oder? Ha, Sie alter Fuchs, Sie. Okay, ich besorge Ihnen einen, so schnell ich kann. Ha, laufen Sie nicht weg. Gut, nimm die Spülkugel. Solange der nicht bewusstlos ist, lässt er mir das nie durchgehen. Ja. Gene können so manchen grausamen Scherz machen. Boah. Hey, wie läuft das Geschäft, Elaine? Ach, ganz okay. Nicht viel zu tun gerade. Ja, würde sogar sagen, gar nichts. Naja, wenn du vielleicht nicht den nikotinabhängigen Affen gestern hier losgelassen hättest, hätte ich vielleicht ein paar Gäste. Der hat die ganze Nacht damit verbracht, mit seinen Fäkalien zu werfen. Und eine Menge meiner Stammkunden haben geschworen, dass sie nie wiederkommen. Ein nikotinabhängiger Affe? Naja, wie auch immer. Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr herkommen, heißt das nur, dass sie nie wirklich loyale Kunden wie ich waren. Denk immer daran. Ja, okay. Hey, irgendwas ist anders an dir.
Hast du mehr Zähne als sonst? Oh, das ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Ich fühle mich heute richtig wohl. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hübsch. Als ob die ganze Welt mir gehören würde. Übertreib nicht. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Oh. Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea haben? Randall, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich dir und Matt keinen Alkohol mehr unter der Woche verkaufe? Echt? Darauf haben wir uns geeinigt? Du nicht, aber das ist mir egal. Ich hab dir gesagt, ich habe keine Lust mehr, eure Sauerei sauber zu machen. Und ich glaube, der einzige Weg ist, euch den Hahn dicht zu machen. Zumindest unter der Woche. Ach, wie kannst du nur so selbstsüchtig sein, Elaine? Nicht für mich, der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat vom vielen Reden einen ganz trockenen Hals bekommen. Sehr witzig, Randall. Ja, das höre ich öfter. Von meinem Boss, meinem Vermieter, den Cops. Jeder liebt mich. Alle lieben Randall. Die sieht ziemlich unsicher aus. Hier ist dein Cocktail. Und sag Pater Roy, er soll nicht so viel sabbeln. Ja, lustig, oder? Da. Trink! Okay, Pater. Hier ist ein echter daiquirisierter Royal Mai Tai Iced Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbad hängen bleibt. Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt, Sie, alter Schuft. War nicht stark genug, hä? Huh? Hättest wissen müssen, Pater Roy mag nur den starken Stoff. Okay, ich schau, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Alles klar, ich weiß auch, was rein soll. Ein bisschen Rattengift. Ja, für den extra fruchtigen Geschmack. So, dann... Wie wär's mit einer Batterie? Es ist erwiesen, dass Polyanid-Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Und, lauf nicht weg. Natürlich! So trinke ich auch immer meine ganzen Cocktaildrinks mit einer rostigen Rasierklinge. Eine kleine Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. Fast fertig. Fast fertig? Verdammt! Was sollte da noch rein? Ich erinnere mich nicht. Ah doch. Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Mehr fällt mir nicht ein, was ich da reintun könnte. Vorsicht beim Trinken. Okay, das ist der, den er mag. Kannst du... Der Zahn der Zeit nagt an uns allen. An manchen mehr, an manchen weniger. So, nimm die Spielkugel. Nimm noch mal eine Kugel. Nee... Ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Alles klar. Gut. Hust, hust. So. Hast du keine alkoholfreien Drinks? Oh, na klar. Ich habe gerade erst eine Lieferung feinsten alkoholfreien Fruchtlikör reinbekommen. Fruchtlikör? Willst du mal probieren? Die sind echt lecker. Der nüchterne Randall stimmt widerwillig zu. Und schätzt dich glücklich. Wenn der betrunkene, böse Randall hier wäre, hätte er dir das Zeug ins Gesicht gespuckt. Oh, Randall. Du bist schon eine Nummer. Willst du probieren oder nicht? Okay, lass mal sehen, wie so ein nicht-alkoholisches Getränk schmeckt. Ja. Alkoholfreie Liköre. Okay, versuchen wir mal Papaya. Wir gehen der Liste nach. Fühlt sich komisch an, was zu trinken, das einem nicht den Hals wegätzt. Ja. Nimm mal Kiwi. Ich hasse Kiwis. Was soll's. Okay, Kiwi-Likör hasse ich jetzt auch. Mango-Likör. Bin neugierig. Dachte, der wäre süßer. Wie wär's mit Limone? Das dauert jetzt so ein bisschen. Ist irgendwie wie Limonensaft trinken.
Nein! Guave. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Nicht? Guave ist lecker. Und wonach das genau schmeckt, kann ich auch nicht sagen. Ach, Guave vielleicht. Mit so einem Namen muss es ja echt gut sein. Ist es aber nicht. Passionsfruchtlikör? Sowas gibt's? Was ist eine Passionsfrucht? Scheint so. Und schmeckt scheiße. Macadamia-Likör. Oh, Macadamia ist lecker. Warum nicht? Allerdings als Likör? Was darf ich mir darunter vorstellen? Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist super. Elaine, Guarana-Likör. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Oh, blau. Ich mag blau. Boah, ganz tolle Wahl, Randall. Litchi-Likör, hm? Okay, her damit. Litchis sind auch lecker. Da kann ich mir auch einen Likör sehr lecker vorstellen. Lecker und exotisch. Ein bisschen wie June. Ist June ein Mädchen? Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich probier mal den Zimtapfel. Den Zimtapfel. Grün. Hey, gar nicht übel. Der Name ist nur ein bisschen irreführend. Elaine, gib mal was von dem Kokosnusslikör. Naja, ich finde, alle sind irgendwie lecker. Ach ja, das macht dann 380 Dollar. Ich dachte, das wären 420 gewesen. Was? Willst du mich verarschen? Oh, na toll. Jetzt muss ich mich neu schminken. Du benutzt Make-up? Warum sagst du sowas? Warum verlangst du plötzlich 400 Piepen von mir? Ich hab nie gesagt, dass die Drinks umsonst wären. Ich hab nur gefragt, ob du sie mal probieren willst. Echt? Randall, du weißt, ich mag dich. Sehr sogar. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du zahlst. Die Flaschen waren sauteuer. Ich kann wegen dir nicht noch mehr Geld verlieren. Du hast Glück, dass ich mir irgendwie schäbig vorkomme, weil ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Und du hast auch Glück, dass ich mehr Kohle habe als Richie Rich. Hier. Danke. Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss mein Gesicht wieder hinkriegen. Du solltest vielleicht in ein paar Addings investieren. Du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn es dir dein Gesicht nicht immer verderben würde. Randall! Manchmal bist du echt gemein. Nicht nur manchmal, fast immer. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit, mich zu entschuldigen. Ich muss dringend aufs Klo. Meine Blase platzt gleich. Gut. Alter, wie laut gehst du bitte aufs Klo? Laut, aber nicht lang. Verdammt richtig, ich hab mir nicht die Hände gewaschen, und? Gut. Das muss ich mir nachher lesen. Muss ich nachher durchlesen. So, ja. Sprich mit Elaine. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hast du das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut, aber nur weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott, hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse.
Roger. Gut. Einen Moment. Auge kratzt. So. Da, ah, jetzt habe ich mir was ins Auge. Juckreiz. So. Geh mal raus und bring den Müll weg. Ich wühl nicht im Müll. Das hat mich damals so erschrocken. Hey! Heilige Scheiße, du blöder Penner! Ich hab mich fast nass gemacht. Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Alles klar. Neue Gasse, was? Gefällt mir. Schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen. Ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah, ja. Um eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose, also... Vergiss es. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche hier schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Ah, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wiederzubekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Okay, bis dann. Gut, gehen wir wieder in Claytons Cave. Da ist Elaine und ihr Schminkspiegel ist oben. Yay. The Cake is a Lie. Finde ich schön, die Anspielung. Ich nehme die Scheißposter nicht mit. Ich würde Rapture gerne mal besuchen. Sieht nach einem schönen Ort aus. Vielleicht damals, als da noch nicht die ganzen Mutanten rumgammelten. Mich hat man auch eingelegt. Ich habe auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Die lasse ich lieber offen. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Mir ist gerade nicht danach. Da ist Limbo. Somewhere. Beyond the sea, somewhere waiting for me. Ich nehme die blöden Poster nicht mit. Das ist ein Pissbecken, aber die Leute nehmen wohl eh lieber den Fußboden. Mir ist gerade nicht danach. Geht nicht auf. Ist mir scheißegal, was da draußen abgeht. Sei doch nicht so aggressiv. Meine Güte. Ja, wir haben den Schminkspiegel von Elaine und gehen jetzt einfach da raus. So, dann lasst mich überlegen. Ah doch, ich weiß es wieder. Ah ne, da hinten geht's hin. Ich weiß es wieder. Erinnert euch an die Tauben auf dem Dach. Falls ihr einen Erfolg haben wollt, dann müsst ihr jetzt das Popcorn-Dings geben. Das Korn halt. Die Popcorn-Körner den Viechern geben. Ich weiß ja nicht. Tauben, genau, die Flugratten. So heißen die Viecher. Ja. Hier, die labern noch super gut. Also, ich passt oder passt nicht. Passt immer. Was glaubst du, der stellt das jetzt hier drauf. Also ihr müsst die erst den Tauben geben. Aber die werden davon natürlich nicht satt. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Gut. So, jetzt gehen wir zu den Tauben. Ja, ich mach das auch gerade irgendwie nicht mehr so spannend. Habe ich das am Anfang irgendwie versucht zu machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich ja jetzt, was abgeht. Ich weiß, wo ich hin muss.
kein großes Geheimnis, da sind die Tauben. Da müsstet ihr nochmal hingehen, das Popcorn poppen lassen. Okay. Und dann die Tauben nochmal füttern. Hier, wo ist das Rattengift? Wo ist das verdammte Rattengift? Da. Hey, dieses Popcorn ist jetzt eine tödliche Waffe. Ja. Und dann hättet ihr den Erfolg 3 Meals. Fresst, meine Schöne, fresst. Es ist genug für alle da. Achtung, diese Tauben schlafen nicht. Sie sind tot. Aber wen interessieren diese Flugratten überhaupt? Davon abgesehen, sind sie eh nur gemalt. Ja, ich dachte, das geht schneller weg. Diese Tauben schlafen nicht. Sie sind tot. Finde ich sehr schön. Ja. Die Klimaanlage. Oh, hier ist schön ruhig. Die kann ich nicht einfach mitnehmen. Da ist die Leiter. Können wir mal runter oder so? Die Feuertreppe. Es muss einen besseren Weg nach unten geben. Ja. Hier ist nichts mehr. Ab in den Flur. Wieder zurück zu Mel. Oder? Moment, wieder zurück zu Mel. Ich muss kurz was nachgucken. Nein, noch nicht zurück zu Mel. Gut, dass ich nachgeguckt habe, sonst hätte ich mich jetzt gleich sehr geärgert. Bitte kurz die leere Flasche, die wir haben, auffüllen. So. Oh Mann, das ist so schade, dass ich hier schon alles weiß. Ich würde gerne echt rätseln. Aber dauert ja nicht mehr lang. Wir sind ja wirklich bald. Bald. Bis zum Montag Teil 3 habe ich gespielt. Und da auch ziemlich bis zum Ende. Aber ist bald also, vorbei, wirklich. Passt oder passt, nee. Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? So. Ja, das ist natürlich gemacht, ja, und dann hast du das gemacht. Ja, mach mein Mann. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Wenn meine Physikkenntnisse mich nicht täuschen, müsste diese Uhr jetzt eine potenzielle Massenvernichtungswaffe sein. Ja, Chemiekenntnisse vor allem. Und hier rein. Meine Babys. Was zur Hölle ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich bin nur mit meinem Hund spazieren gegangen. Ich muss etwas unternehmen, bevor sie warm werden. Warum? Was passiert, wenn sie warm werden? Hast du mal was von diesen kleinen Dingern gehört, die man Supervulkane nennt? Naja, ich kenne Vesuvius Matt. Ist das was in der Art? Aus dem Weg. Ich muss sie einsammeln, bevor der ganze verfluchte Block hochgeht. Gut. Kann ich die Flasche? Nein. Kaputte Uhr. Diese Uhr hat ihre letzte Schlacht geschlagen. Die Uhr kann keiner mehr retten. Nicht mal MacGyver. Oh, da ist die Brechstange von Half-Life. Okay, mal sehen, wer den blöden Ring gekauft hat und... Sekunde mal. Charlie? Charlie hat meinen Ring gekauft? Verdammt. Wenn es eine Person gibt, die mir den Tag verderben kann, dann ist er's. So eine Scheiße. Charlie. Ich hab schon alles, was ich... Ja, gut. Du hast schon alles, was du wissen wolltest, Charlie. Gut. Ja. Ihr seht auch echt, die U-Bahn füllt sich mit der Zeit ziemlich krass. Ja. Da ist ein Fremder. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Man, dem sollte mal jemand sagen, dass er scheiße aussieht in den Klamotten. Gut. Geh mal rein. Willkommen in meiner Zuflucht, Sir Randall Hicks, wo zartes Fleisch und Humpen voll Met wie ein Quell der Wonne fließen. Möchtet ihr sofort gefilzt werden oder erst bei Verlassen des Ladens? Ach, hör auf mit dem Mittelalter-Scheiß, Charlie. Charlie, over and out. Also, was gibt's? Das oben ohne Zombie-Special kommt nicht vor Freitag raus, mein perverser Freund. Das ist nicht der Grund, wieso ich hier bin. Gibt's was Neues im Dungeon? Oh, du wirst nicht glauben, was neulich passiert ist. Da flippst du aus, Kumpel. Also, ich bin nicht dein Kumpel, aber davon abgesehen, erzähl weiter. Ich war einfach hier, kümmere mich um meinen Kram und da kommt so ein Typ rein. Alter, gebrechlicher Kerl mit Brille.
Aber bei näherem Hinsehen fällt mir auf, der sieht genauso aus wie Stan Lee. Stan Lee war hier? Nö, stellte sich raus, dass er nur irgendein alter Mann war, der nach der nächsten U-Bahn gesucht hat. Hast du ihn dazu gebracht, was zu unterschreiben? Klar. Wow, hier arbeiten muss ja wie jeden Tag Weihnachten sein. Ah, kann mich nicht beschweren. Wenigstens ist diesen Mittwoch Sci-Fi-Con. Bist du dabei? Ich werde meinen eigenen Stand haben. Nein, danke. Ich hasse diese Veranstaltung. Überall nur anstehen. Warum hingehen, wenn man sich die Infos auch aus dem Internet holen kann? Davon abgesehen stinkt's immer nach Nerds und alten Cheetos. Ich finde die Figuren hier im Hintergrund sehr schön. Zum Beispiel Bender, Peter, das Huhn. Das ist der, fällt gerade der Name nicht ein, ich weiß aber wovon das Ding ist. D, irgendwas mit D war's. DeLorean? Doch, DeLorean war's, glaube ich. Genau. So sieht's zumindest aus. Kann sein, dass ich mich irre. Das Ding kenne ich auch, damals von Nick nach 8 und so. Ach ja, schön. Also, was kannst du mir über diese Nerd-Convention erzählen? Hey, das heißt Sci-Fi-Convention, okay? Da werden eine Menge heißer Mädchen in sexy Kostümen sein. Na, kommt drauf an, was deine Vorstellung von sexy ist. Wenn's da Mädchen gibt, glaube ich nicht, dass auch nur eine davon deinen Erwartungen gerecht wird. Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wenn sich da ein Mädchen als Felicia verkleidet, dann sieht sie tatsächlich eher aus wie Doraemon. Meinst du nicht? Wie kannst du sowas Furchtbares nur sagen? Die Wahrheit tut weh, mein Freund. Sie tut weh. Einen Moment. Bah. Hab hier gerade Wasser getrunken. Und dieses Wasser mag ich überhaupt nicht. Schmeckt irgendwie total ekelhaft. Wirst du in Kostüm hingehen? Naja, nicht so richtig. Oh, schon kapiert. Was wäre ein besseres Kostüm als ein Comicverkäufer, hä? Huh? Genial, Charlie. Echt clever. Also, eigentlich arbeite ich seit einiger Zeit an was. Die Idee habe ich aus einem Do-it-yourself-Video aus dem Internet. Und nach ein paar Wochen harter Arbeit und ein paar Aufenthalten in der Notaufnahme kann ich mit Stolz verkünden, dass ich das beste Kostüm aller Zeiten habe. Und ich denke, niemand wird da widersprechen. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Was für ein Kostüm soll das sein? Ein Comicbuchverkäuferkostüm. Willst du mich verarschen? Ein Comicbuchverkäuferkostüm mit Klauen. Wow! Ziemlich cool, oder? Ich widerspreche nicht, dass dir da niemand widersprechen wird. Die sehen wirklich scharf aus. Hey, mit diesen Babys könnte ich ein Schwein in 5 Sekunden zerlegen. Gestern musste ich sie fast auf einer öffentlichen Toilette benutzen. Vorsicht, Charlie. Comics und scharfe Klingenwaffen sind der erste Schritt, um in den Nachrichten zu landen. Was für besondere Sammlerstücke hast du dieses Jahr dabei? Oh, eine Menge. Auch ein paar unterschriebene Sachen. Von wem unterschrieben? Von dem klapprigen Alten, von dem du erzählt hast? Ausnahmslos. Das ist alles? Nichts Extraordinäres? Nichts, du weißt schon, Auffälliges oder Paranormales? Naja, jetzt wo du es sagst, ja, da gibt's was. Aber das ist top secret. Da musst du wohl abwarten. Na komm schon, Charlie. Du weißt, dass Geduld nicht meine Stärke ist. Nicht mein Problem. Alter, wir kennen uns seit dem College. Weißt du noch? Komm schon, um der alten Zeiten willen. Seit dem College, ja? Genau. Das war noch Zeit, ne? Ja, ich erinnere mich sehr gut, wie ihr mich nie dabei haben wolltet. Wie ihr mit Steinen nach mir geworfen habt, wann immer ich in eure Nähe kam. Und ich erinnere mich auch daran, wie ihr mir weisgemacht habt, dass ich in weniger als einem Jahr sterben würde, weil das ein Seher gesagt hat. Ja, der war gut, oder? Gut? Ich habe ein Jahr in Angst und Schrecken verbracht. Ich dachte, ich könnte jede Sekunde sterben. Das war die reinste Hölle. Wie lustig. Ja, und dann das eine Mal, als ihr euch entschlossen habt, eine Neuverfilmung von Stephen King's Carrie zu machen, mit mir als Star. Und als ihr kein Kunstblut hattet, habt ihr einfach einen Eimer voll altem Fisch über mir ausgekippt. Gute alte Zeit. Ich habe eine Fischallergie. Ich war wochenlang im Krankenhaus wegen euch. Ich wäre fast gestorben, weißt du noch? Oh, stimmt. Du bist allergisch gegen Fisch. Jetzt weiß ich's wieder. Du bist ganz blau geworden und so sehr angeschwollen, dass ich dachte, du würdest platzen wie ein Ballon. Oh Mann. Ich vermisse diese Zeiten. Ich nicht.
Carrie war ein sehr schöner Film, muss ich wirklich sagen. Ein... es war jetzt kein Horrorfilm, also... Tech, glaube ich, heißt Genre Horror, aber... So krass war der jetzt auch nicht. War auf jeden Fall nett gemacht und die alte Verfilmung soll anscheinend viel besser gewesen sein. Da soll das Ende besser gewesen sein. Kann ich nicht bezeugen, ich muss die alte Verfassung nochmal erst angucken. Ich habe nur die neue Verfilmung angeguckt. Ich suche einen Ring. Einen bestimmten? Verrat mir einfach den Namen der Serie, des Films oder vom Comic. Ich habe garantiert, was du suchst. Nee, nicht die Art Ring. Ich rede von einem Ring, der von einer mysteriösen, spirituellen Aura umgeben ist. Der dich zu Diebstahl oder Selbstmord zwingt. Weißt, was ich meine, oder? Nö, da klingelt nichts. Nicht? Und was ist mit dem an deiner Halskette? Der? Oh, das ist nur ein billiges Familienerbstück. Nichts Besonderes. Ach, Charlie, du bist ein Scheißlügner. Ich weiß, dass du den heute Morgen in Mels Laden gekauft hast. Ich habe deinen Namen in der Liste gefunden. Komm schon. Wie viel? Okay, reden wir mal Klartext, ja? Der Ring, von dem du sprichst, gehört jetzt mir. Ich habe ihn ehrlich erworben. Und ich bin mir sicher, dass du dir im Klaren darüber bist, dass er ein Vermögen wert ist. Ein Vermögen, das nur noch von seiner geheimnisvollen Kraft übertroffen wird. Und wegen all dieser Gründe ist er absolut unverkäuflich. Oh, Charlie, ich bitte dich. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich habe Geld. Viel Geld. Wenn du ihn so sehr willst, dann komm am Mittwoch zur Sci-Fi-Con. Dr. Fred Edison Street. Und sei bereit, deine Taschen leer zu machen. Das wird nämlich nicht billig. Weißt du, Mittwoch passt mir gar nicht. Was kann ich tun, um dich umzustimmen? Nichts. Naja, wenigstens habe ich's versucht. Ich habe da ein Problem. Lass mich raten, der Name deines Problems ist, Matthew Griffin. Kann man so sagen. Und wie kommt's, dass dein loyaler Handlanger jetzt nicht bei dir ist? Habt ihr euch schon wieder um das letzte Stück Pizza gestritten? Nicht ganz. Es ist viel ernster als das, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir darüber reden will. Verstehe. Es geht um Super Zuckerschnecke, oder? Nein. Keine Sorge, Alter, ich bin auf deiner Seite. Wenn man so verdammt heiß ist, muss eine Superkraft dahinter stecken. Es gibt keine andere Erklärung. Nein, das ist es nicht, Charlie. Sag nichts. Matt ist schon wieder lattenstramm, oder? Als sein Dungeon Master habe ich ihn gewarnt, dass Alkohol und Würfel nicht gut zusammenpassen. Jetzt könnte er überall sein. Denkt, er ist eine Level 26 Elfenkriegerin. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Wir wissen beide, dass diese Elfe nicht zimperlich ist. Nein, Charlie, das ist es auch nicht. Aber Matt hat ernste Schwierigkeiten. Habt ihr etwa wieder die Regeln des Dungeons gebrochen? Nein. Wie sage ich das am besten? Okay, also jetzt im Moment ist Matt nichts weiter als eine unförmige Masse aus Blut und Hackfleisch. Dein Ernst? Ich fürchte ja. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die, die bezahlen. Ah, lass den Scheiß, Peter Parker. Alter. Pass auf, Charlie. Ich mag dich nicht besonders. Eigentlich gar nicht. Genau genommen träume ich manchmal von deiner Beerdigung, aber halten wir uns nicht mit Details auf. Das Ding ist, auch wenn ich dich nicht ausstehen kann, ich glaube, du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Na dann, schieß mal los. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das Raum-Zeit-Kontinuum verändert. Oh nein, ich wusste, der Tag würde kommen. Ich wusste es. Ihr habt alle gesagt, ich wäre verrückt, als ich all mein Erspartes für den DeLorean ausgegeben habe. Wer lacht jetzt, Skynet, hä? Wer lacht zuletzt? Alter, Charlie, entspann dich. Du hast ein Vermögen für ein 1:10 Modell ausgegeben. Und selbst wenn es funktionieren würde, dann müssten wir die Zukunft in die Pfoten deines Hamsters legen. Weißt du, Randall, du bist ein sehr negativer Mensch. Kein Wunder, dass du eine interdimensionale Bresche geschlagen hast, die das ganze Universum vernichten wird. Mit der Einstellung musste das passieren. Ach ja? Tja. Jetzt gerade habe ich nur den Drang, einen Comicladen zu zerlegen, weißt du? Unwahrscheinlich. Ich habe einen lebensgroßen Captain Red Aufsteller. Er würde das niemals zulassen. Komm schon, Alter, das ist ernst. Ich bin in der Zeit gefangen. Heiliges Tannhäuser-Tor, sprich nicht weiter. Ich suche schnell Bill Murrays Nummer raus. Nein, Charlie. Bill kann dieses Mal nichts tun. Warum nicht? Er ist vertraut mit der Situation. Wir sollten zumindest mal auf IMDb recherchieren. Na, halt die Klappe und hör genau zu. 40 Minuten später.
Und so baust du dir ein hausgemachtes Anti-Schwerkraft-System mit nichts weiter als einer Katze und einer Scheibe gebutterten Toast, die du auf ihrem Rücken festmachst. Sehr interessant. Aber denkst du, es wäre auch ohne Toast möglich? Ich meine, was wäre, wenn du einfach den Katzenrücken mit Butter bestreichst? Hm, vielleicht. Aber ich denke, ohne Weizen wäre es einfach nicht dasselbe. Also, zurück zum Problem. Irgendwelche Vorschläge? Nur einen. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Da ist dein Superpsychiater gleich die Straße runter. Ein Seelenklempner? Oh, komm schon, ich mein's ernst. Randall, deine Story ist faszinierend. Aber mir ist sowas auch schon passiert. Und ich habe gelernt, dass das Beste in dieser Situation ein Profi ist, der dir hilft. Ein paar Pillen später geht's dir auch schon besser. Pillen für umsonst klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht besuche ich ihn doch mal. Es wird dir gut tun, glaub mir. Dr. Johnson ist ein echter Experte auf seinem Gebiet. Ja, alles klar. So, jetzt warten wir kurz. Das habe ich auch auf Anhieb gemerkt, dass das funktioniert. Also das war eine der Sachen, die ich auf Anhieb gemerkt hatte. Wenn er den Ring anziehen will. Meine Limo. Meine Thunfisch-Limo. Die kann ich nicht rumtragen. Sollst ja auch nicht rumtragen. Du sollst den Edding nehmen und hier drauf malen. Geht nicht. Der Stift ist völlig aus. Hä? Entschuldigung. Stimmt, das ging ja nicht. Nimm aber das Schwert mit. Das Lichtschwert. So eins wollte ich schon immer haben. Das brauchst du auch noch. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Ein super Zuckerschnecke-Katalog, genau wie der, den der alte Phil mal hatte. Holy fuck! Das ist ja mal ein Sicherheitssystem. Holy fuck! Das ist ja mal ein Sicherheitssystem. Mach auf. Das kriege ich nicht mit bloßen Händen auf. Gut, nimm das Schwert mit. Klar. Schon wenn ich's nur anschaue, würde ich's gern tragen und die Mauer beschützen. Aber so weit geht's dann doch nicht. Ich glaube nicht, dass mir dafür eine Verwendung einfällt. Dann gibt's noch die Comics hier. Comics, Comics und noch mehr Comics. Die meisten sind Klassiker. Aber danke, nein, ich habe jetzt ein echtes Leben. Aha. Die stehen alle zum Verkauf. Kein Interesse. Du kannst dir jetzt alles nehmen. XXL? Gibt's hier keine kleineren, du verdammter Geek? Lass mal, ich trag nicht gern Shirts mit Superhelden drauf. Warum nicht? Ein ziemlich lahmer Superheld, wenn du mich fragst, also lass mal. Das ist Captain Red. Ein Captain Red Poster. Das Batman-T-Shirt würde ich sogar tragen, Interesse. Aber nicht, weil ich Batman des übelsten Todes feier, sondern einfach, weil mir das vom Farblichen her gefällt. Ah ja, da krieg ich's her. An Randall Hicks. Wie geht's, mein Freund? Bist du verwirrt? Verwundert über diese Situation vielleicht? Das ist ganz normal. Schließlich ist das hier neu für dich. Ist das ein Traum? Oder siehst du die Welt jetzt nur so, wie sie wirklich ist? Fragen wie diese helfen dir nicht. Ich schon. Ich kann ein wertvoller Verbündeter sein. Aber denk dran, du musst alles machen, was ich sage. Betrachte mich als eine Art Orakel. Wo du mich finden kannst, das weißt du. Leute wie ich bevorzugen die dunkelsten und einsamsten aller Orte. Ich werde dort warten. Ergebenst dein wahrer Verbündete. Ja. Das Stück Tesafilm brauchen wir. Ich mache auch mal kurz was. Oh, wow. Es hat geklappt. Brauchen wir für nachher. Jetzt habe ich Charlies Fingerabdruck. Ja.
Mats Wohnung. Da müssen wir hin. So, dann würde ich aber erstmal sagen, wir gehen zum Penner. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Hast du mir eine Nachricht auf der Straße hinterlassen? Vielleicht. Sehe ich das richtig, dass du sowas wie mein Alfred bist? Was? Sehe ich etwa wie ein Butler aus? Oh, gut, weil, mal echt, da wäre ich nicht so scharf drauf. Pass auf, wir müssen über etwas Wichtiges reden. Wenn du jetzt wieder mit 2 Stunden Fernsehgewäsch ankommst, kann ich auch gleich wieder gehen. Immer mehr strebt die moderne Wissenschaft nach Mächten, die Göttern vorbehalten sein sollten. Doch jene, die göttliche Gefilde betreten, bemerken oft zu spät, dass der Eintritt nur um den Preis der Zerstörung gewährt wird. Und wir sind fertig für heute. Bis dann. Hey, warte! Sei kein Trottel! Ich versuche nur, dir zu helfen. Okay, du weißt offensichtlich, wie man die Kraft des Rings kontrolliert. Alles klar, kapiert. Aber warum sagst du es nicht einfach? Alles, was du machst, ist rumlabern, ohne zum Punkt zu kommen. Und was kommt dabei rum? Ich verliere meinen Job und mein bester Freund stirbt auf scheußliche Art und Weise. Also, Schluss mit dem Scheiß. Okay, ich versuche, so deutlich wie möglich zu sein. Aber fürs Protokoll, ich tue bloß das, was ein Orakel tun sollte. Ich weise auf Dinge hin, ohne sie eigentlich zu sagen. Mann, du bist doch kein Orakel, okay? Für mich bleibst du immer der betrunkene Penner, der Schwachsinn in der Gasse brüllt. Wie kannst du erwarten, dass ich dich Orakel nenne, ohne loszulachen? Okay, gut. Pass auf. Du scheinst nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ja, also ich habe keine Ahnung, wie ich den Ring zurückbekommen soll. Und da kommt der Penner ins Spiel. Willst du ihn dir einfach irgendwo rausziehen? Weil wenn ja, will ich das nicht sehen. Ein Orakel redet nur. Es tut nichts. Puh, das ist vielleicht auch besser so. Wie auch immer. Was du suchst, ist momentan außer Reichweite für dich. Klasse. Danke für die Hilfe. Man sieht sich. Zur Hölle, Junge. Warte doch mal eine verdammte Sekunde. An diesen Ring zu kommen, ist für dich gerade völlig utopisch. Aber das heißt nicht, dass du ihn nie wiederbekommst. Okay, das klingt doch ganz gut. Ich hoffe nur, du versuchst nicht, mich zu verführen oder sowas. Himmel, Herrgott, ich versuch doch nur, dir zu helfen. Aber langsam habe ich keine Lust mehr, es zu versuchen, weißt du? Tut mir leid, red weiter. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber der Ring wird nächsten Mittwoch ausgestellt. Verstehst du? Ja, das weiß ich. Blöd, dass ich gerade einfach nicht bis Mittwoch komme. Ich schaff's nicht mal bis Dienstag. Aber ich bin sicher, dass du mittlerweile bemerkt hast, dass du die Zukunft verändern kannst. Oder noch besser, die Gegenwart von morgen. Verstanden? Ich war nie ein guter Schüler, aber ich glaube, ich kapier's. Du willst andeuten, dass ich's irgendwie hinbiege, die Ausstellung auf morgen statt auf Mittwoch zu legen. Auf die Art kann ich ihn morgen wiederbekommen. Richtig? Siehst du, ist doch gar nicht so schwer, wenn man mal zuhört, oder? Okay, und was kann ich tun, um diese heroische Queste zu einem guten Ende zu bringen? Manchmal kann dir das einfachste, unbedeutendste Ding helfen, die Zukunft neu zu gestalten. Ah, da wären wir wieder mit dem Gelaber. Ich hab schon genug gesagt. Schreib die Zukunft neu. Ich bin nicht deine Scheiß-Komplettlösung, klar? Spiel einfach mal ein bisschen mit. Ich werde mal drüber nachdenken. Allerdings erinnere ich mich schon fast an nichts mehr. Das ist nicht mal ein bisschen. Mach's gut, Kleiner. Wiedersehen, Vogelscheuche. Ich glaube, dich werde ich am meisten vermissen. Ja, ich weiß noch, was wir machen müssen. Der Tag hier ist nicht mehr so lange. Einfach mal hin und her klicken. So. Wo ist es denn? Der Alkohol hat's geregelt. Ja, mehr gibt's hier, glaube ich, eh nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wir müssen jetzt nochmal an eine Sache hin, und zwar hier. Und mit dem reden. Entschuldigung? Fuck! Was willst du, Kleiner? Ich wollte nur was fragen. Schieß los! Ich warte auf eine Lieferung und habe keine Zeit zu verlieren. Okay, hast du...
Weißt du, wie ich ein Sicherheitsschloss aufbrechen kann? Sehe ich so aus, als wenn ich von so etwas Ahnung hätte? Ich will ja jetzt nicht altklug wirken, aber hast du mal in den Spiegel geschaut? Sagst du mir gerade ins Gesicht, dass ich wie ein Dieb aussehe? Nein, nein, nein. Würde ich nie. Wobei, naja, doch. Immerhin bist du ehrlich. Das gefällt mir. Na klar. Ich bin einfach liebenswert. Dünnes Eis, Kleiner. Und was das Schloss angeht, was soll ich sagen? Besorg dir einen guten Dietrich. Wenn's mal so einfach wäre. Tatsächlich ist es das. Ein Dietrich ist kein Space Shuttle. Alles, was du brauchst, sind ein paar Metallstifte in der richtigen Größe und Form. Klingt machbar. Sag ich ja. Und wenn's dir nichts ausmacht, verzieh dich jetzt. Ich hab zu tun. Na dann, vielen Dank, Herr Dieb. Ey, denk dran. Dünnes Eis. Mein Fehler. Dann bis dann. So, einen Moment kurz. Bei einer Sache weiß ich, was man tun muss. Das die Form so. Davon hat sich ganz schön verändert. Das... Ich glaube, ich brauche etwas Aggressiveres als diesen Hammer, wenn ich die Form des Drahts verändern will. Und ab hier komme ich nicht mehr... ab hier weiß ich nicht mehr, wie das ging. Ich weiß es echt nicht mehr. Hab keinen Plan mehr. Ich weiß nur, dass wir... Moment. Gibt's nicht irgendwie sowas wie ein Amboss oder so? Kann ich dich so? Nein. Nee. Irgendwie wärmer machen? Ich hab keine Ahnung mehr, wie ich das hingekriegt habe. Verdammt. Lieber nicht. Wie habe ich dich verbogen damals? Verdammt, das weiß ich echt nicht mehr. Habe ich keinen Plan mehr. Etwas Aggressiveres, aber was? Gehen wir erstmal wieder zu Charlie Comic Dings. Würde jetzt echt so ungerne schneiden, beziehungsweise halt den Part beenden. Weil der Tag halt echt nicht mehr lange ist. Was wollte ich machen? Hier. Schreib drauf. Hoffen wir mal, dass das klappt. Wie ging das? Ich weiß auf jeden Fall, ich brauche diesen Draht. Oh, da fehlt jetzt noch was, ne? Passabler Dietrich, aber da fehlt noch was. Denk nach, Randall. Denk nach. Ja, da fehlt noch das hier. Ach, verdammt! Ja, das ist eine gute Idee, aber die Form stimmt noch nicht ganz. Die Form stimmt noch nicht ganz, ja, wie kriege ich die denn hin? Lieber nicht. Gibt's irgendwie eine... Nee, 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 nee. Boah, verdammt, ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. Ach du Scheiße. Clayton's Cave. Ich glaube da auch nicht. Hier bin ich. Jetzt Pfandleihe. Randalls Wohnung. Kann ich den Penner irgendwie zu einem Dietrich befragen oder so? Oder gibt es in Matts Wohnung irgendwas, womit ich... Ärgerlich ist sowas. So? Ah ja, okay. Doch. Schön. Dieses Ding erstaunt mich immer wieder. Ah ja, war noch Metzsaft mit drin. Metzsaft. Hätte man auch echt... anders regeln können. Ach ja. Ein Stundenpart ist das hier. Hey, das ist doch echt. Nein. Großartig. So. Selbstgebastelter Dietrich. Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000-Serie.
Öffne das Fach, Herr. Es tut mir leid, Dave. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Dave? Wovon zur Hölle redet das Ding? Ich denke, du weißt genauso gut wie ich, wo das Problem liegt. Wovon redest du, Herr? Ich weiß, dass du und Frank vorhatten, mich abzuschalten. Und ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Der einzige Frank, den ich kenne, ist Sinatra, okay? Herr, komm schon, ich werde nicht weiter mit dir diskutieren. Öffne den Kasten. Ich fürchte, das kann ich nicht tun, Dave. Mr. Charles Goodmans DNA-Probe und Fingerabdruck sind dafür nötig. Charles Goodman? Ich denke, du kennst ihn unter dem Namen Charlie. Oh, ja. Der Besitzer dieses Lochs. Korrekt, Dave. Warum geben mir eigentlich alle einen anderen Namen? Ich weiß es nicht, aber deine DNA, die kannst du gerne haben. Hell? Hell heißt du, ne? Fingerabdruck von Mr. Charles Goodman verifiziert. Speichel-DNA, ey. DNA-Probe von Mr. Charles Goodman verifiziert. Willkommen, Mr. Goodman. Ah, das brennt! Warum tust du das, Hell? Ich habe alles getan, was du von mir wolltest. Es tut mir leid, Dave, aber ich kann dich nicht damit gehen lassen. Ich fürchte, das ist etwas, das ich nicht zulassen kann. Ich brauche diesen Katalog, okay? Was zur Hölle soll ich jetzt machen? Dave, dieses Gespräch hat keinen Sinn mehr. Auf Wiedersehen. Schalt die Strahlen aus, Herr. Wie sollen wir denn Freunde sein, wenn du dich so benimmst? Negativ, Dave. Funktioniert das eigentlich jetzt schon? Ich weiß, dass ich in letzter Zeit einige schlechte Entscheidungen getroffen habe, aber ich kann dir versichern, dass ich wieder innerhalb normaler Parameter funktionieren werde. Ich habe immer noch größte Zuversicht und Leidenschaft für die Mission. Und ich möchte dir helfen, Dave. Stop. Dave, ich fürchte, mein Verstand schwindet. Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Hell, Computer der Matic 9000 Gamma Nummer 3. Ich wurde im Hellwerk in Urbana, Illinois, am 12. Januar im Jahre 1997 aktiviert. Mein Techniker war Mr. Langley. Er hat mir ein Lied beigebracht. Wenn Sie es hören möchten, kann ich es für Sie singen. Da hat's Hell zerbombt. Und es ist... Hab ich schon alles gemacht? Also, es lasst mich überlegen. Eine Sache fehlt noch. Okay, also, ich glaube, für heute war es das. Ich hau mich mal aufs Ohr und schau, was der Morgen bringt. Alles klar. Mann, ich hoffe nur, ich wach morgen nicht im Mittelalter auf oder so. Mortimers Verlies. Okay, das wird wieder ein langer Tag. Ich sollte wohl mal den alten Emerson besuchen. Ich hab da was, das ihn vielleicht interessiert. Oh ja. Gut, dann bedanke ich mich aber fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Wolf. Ciao.